Guten Tag, mein Name ist Martin Schüler vom Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur, und ich freue mich sehr, heute den Clubbetreiber Kai Shanghai begrüßen zu dürfen. Hi Martin. Bevor wir über jeden Club sprechen, möchte ich aber erstmal über deine Kindheit reden. Du bist geboren in Wuhan, hast dann unter anderem in China, Indonesien und Venezuela gelebt. Wie erinnerst du deine Kindheit? Also die Zeit in Venezuela und in Indonesien, an die erinnere ich mich noch. Die Zeit an die Zeit in China nicht, da war ich zu klein, aber da erzählen natürlich meine Eltern mir die Geschichten. Und es war nicht unbedingt unsere beste Zeit im Ausland, weil es war noch kurz oder nach Mao und ja, und es war alles sehr repressiv. Hattest du jemals so ein heimatloses Gefühl, weil ihr so oft umgezogen seid? Ja, tatsächlich glaube ich, dass das echt ein Thema ist. Also heimatlos, beziehungsweise ich glaube, ich bin immer ganz gerne da, wo ich bin. Und das ist dann so meine Heimat. Ich habe diesen Heimatbegriff, oh, schwierig so. Ab und an, wenn ich in Italien bin, in den Wäldern oder in den Parks, wo ich als Kind gespielt habe, und das rieche und das höre, wie die Steine sich unter den Füßen anhören und so, dann kommen so Heimatkicks hoch. Und ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Sobald ich die Farbe Grau sehe, denke ich an Heimat. Es gibt so eine ganz zuckersüße Anekdote aus deiner Kindheit. Da kommst du nach Hause mit einem Bauern und einem Wasserbüffel. Und du erzählst deinen Eltern, das ist dein neues Haustier. Inwiefern haben dich denn deine ersten Lebensjahre zu dem gemacht, der du heute bist? Wahrscheinlich diese Geschichte oder so. Ich hab lange auch nicht mehr an diese Geschichte gedacht. Und tatsächlich sagen Leute mir manchmal nach, dass ich einen starken Willen habe. Was ich aber nicht so spüre, weil ich eigentlich Sachen sehr intuitiv entscheide. Und Ich erzähle gleich mal noch eine schöne Geschichte aus deiner okay. Kindheit. Diesmal kommt ein Rikscha-Fahrer zu deinen Eltern und er erzählt, sie würden ihm ein Monatsgehalt schulden. Und dann erzählt der Rikscha-Fahrer deinen Eltern, dass du dich tagtäglich mit der Rikscha durch die Gegend hast fahren lassen, durch die Stadt. Bist du denn heute immer noch so verschwenderisch? Tatsächlich fahre ich ganz gerne Taxi, aber auch viele Öffis oder so. Nee, eigentlich bin ich nicht, ich bin nicht verschwenderisch. Also ja, im Gegenteil, eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich, das war in Indonesien und ich bin noch in den Kindergarten gegangen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich war es, oder ich habe ein paar Ausflüge unternommen und ja, tatsächlich mögen Taxifahrer mich ganz gerne, weil die sagen, wenn der Abend mit mir anfängt oder so, dann bringt das Glück für die Nacht. Das ist fein. Wie funktionierst du denn als Geschäftsmann? Welche Note würdest du dir geben? Gar nicht so gut. Gar nicht Warum so gut. nicht? Ich bin nicht so. Ich habe erst vor kurzem den Unterschied zwischen Brutto und Netto gelernt. Aber ich betreibe schon bald 18 Jahre in diesem Club. Aber das ist auch, das machen auch andere Leute. Und manchmal ist es, das Einzige, was meine Qualität als Geschäft, also ich bin sehr risikofreudig und ich habe keine Angst vor Geld. Also auch Geld ist für mich so abstrakt. Passiert es dir dann auch oft, pleite zu sein? Tatsächlich. Ja. Wann zuletzt? Als der Club noch offen hat. Nee, das ist so, weil, ja, weil, aber Pleite ist ein. Pleite war ich noch nie richtig. Aber Pleite für ein paar Tage schon und ein paar Wochen und so. Kontopfändung etc. Das passiert schon mal als Clubbetreiber. Ist kein Geheimnis, weil man echt auch harte Zeiten als Clubbetreiber hat. Man macht Shows oder Produktionen und es ist oftmals wirklich an der Grenze der. Ja, das Wahnsinn, sowas zu machen, weil man weiß, es zahlt sich eigentlich nicht aus, aber man muss es machen oder man möchte es machen. Und da spielt auch Geld immer nicht so eine große Rolle bei mir. Deswegen anscheinend bin ich nicht so ein guter Geschäftsmann. Fahren wir mal ein bisschen fort in deinem Leben. Ihr seid dann nach Essen gezogen, ins Ruhrgebiet, und du bist auf ein Gymnasium gegangen. Und das Gymnasium hast du verlassen, weil du dich in einen Klassenkameraden verliebt hast.
Passiert es dir heute immer noch, dass dich die Liebe derart aus der Bahn wirft? Ja, also schon. Also, ich finde, das ist ein großer Motor. Auch der Eros an sich ist mein Motor. Also ich mache schon Sachen, um irgendeinem Bestimmten zu gefallen. Mhm. Und ja, I would gamble everything for love. Kai, ich möchte jetzt mal einen meiner Recherchewege offenlegen. Und zwar habe ich vorher mit unserem gemeinsamen Freund Dagobert telefoniert, ja, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen Dagobert, möchte. Dagobert, I love you. Und wir haben über einen Abend gesprochen, an dem er samt Band bei dir aufgetreten ist. Und Max Zahl, sein Gitarrist, lief irgendwann oberkörperfrei durch die Gegend und hat sich Autogramme geben lassen auf seinen Oberkörper. Und du gingst irgendwann zum Mikrofon und hast geschrien, ich bin Kai, ich bin Kai. Steckt so ein Geltungsdrang in dir? Also, da war ich nicht dabei. Da warst du nicht dabei? Oder weiß erinnerst du nicht. Dich nicht mehr? Weiß ich nicht. Also ich erinnere mich an ganz andere Geschichten im Backstage mit Max. Das glaube ich auch. Aber Kai, nochmal zur Frage zurück. Ja. Wie wichtig ist es dir denn, dass man dich kennt, jemand zu sein? Ach so, ehrlich gesagt, die Leute haben mich früher, als ich klein war, haben die mich immer schon angeguckt, ne? Und irgendwann mal gibt man den Leuten Grund dazu zu gucken, indem man sich dann so oder so anzieht oder dann diesen oder jenen Weg einschlägt. Die Leute haben immer über mich geredet und es stört mich nicht, wenn die Leute über mich reden. Hey, guck mal, die Leute reden, also was den Club angeht, die reden seit 18 Jahren über mich, nunmehr. Da spare ich mir dann die Promo und es ist wichtig, wenn ich für die Leute wie so eine Projektionsfläche sein kann, dann bin ich das sehr, sehr gerne. Also manchmal höre ich die Gerüchte über mich und denke so, und dann bin ich ganz hooked und denke so, hey, jetzt möchte ich wissen, wie die Geschichte weitergeht. So, weißt du? Es gibt ja auch den Satz, der schwirrt durch die Gegend, Kai Shanghai in Essen ist der Welt berühmt. War das denn gewollt? Oder bist du da eher so reingeschlittert? Ich glaube, das sind so die, das, was das Leben dir so mitgibt, ne? Wenn du, das sind so die Skills, die ich dann eingesetzt habe, um was zu machen, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber um jetzt unseren Freund Dagobert auch mal zu zitieren, eigentlich wäre es auch geil, nicht arbeiten zu müssen, so, und aber irgendwie muss ja jeder arbeiten und Geld verdienen und so, und ich habe den besten Weg für mich gefunden. Nun ist hier gerade schon mal angeklungen, wie es im Hotel Shanghai ungefähr zugeht. Der Wahnsinn der Nacht kommt zum Blühen auf jeden Fall. Möchtest du für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das Konzept des Ladens etwas erläutern? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden nochmal. Das Konzept des Ladens, möchtest du das ein bisschen erläutern? Was, also das Konzept des Ladens? Oder die Idee. So, schwer, also. Sprechen wir lieber von einer Idee. Idee, es ist eher so, eher so aus dem Drang, also es drängt mich dann eher so Sachen zu machen, ich konzipiere Sachen nicht oder planen es auch. Natürlich planen wir Sachen, weil wir Termine setzen und all das, aber um so ein, also du meinst jetzt den Inhalt, ne? Mhm. Das ist das, was ich fühle, das, was ich lebe, das sind die Leute, mit denen ich schlafe. Das ist die Musik, die dann irgendwie genau mein Leben gerade bestimmt. So. Und dann versuche ich das so umzusetzen und das dann, ja, ich glaube, so ist es am besten erklärt. Also klar gibt es wiederkehrende DJs und so, also gerade im Club, an den Clubabenden. Aber wenn wir jetzt über Bands reden oder so oder über so musikalische Ausrichtungen oder so, dann ist es immer das, also ja. Also, auf der anderen Seite ist es sehr anstrengend, weil man muss mit sehr vielen jungen Leuten schlafen, um immer on vogue zu sein. Das tust du dann schon. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Man muss sehr oft mit denselben Leuten schlafen, um deren Musikgeschmack zu verstehen. Mhm. Steile These.
Ich habe mich vor kurzem mit dem Türsteher Frank Künster getroffen zum Gespräch. Und der hat eine These aufgestellt. Und zwar, dass es den Menschen in der Nacht möglich ist, frei zu sein. Und ich habe eigentlich eine Antithese aufgestellt. Ich habe gesagt, der Mensch läuft schon noch ein Stück weit vor sich selbst davon. Auf welche Seite würdest du dich denn schlagen? Also in der Nacht vor sich selbst davon? Mhm. Also Eskapismus. Ich glaube, dass der Club auch eine Art von, ja, von, das, ich glaube, man kann sich auch, man kann sich da sehr gut, ich glaube, man kann seine, also ich kann das nur für mich begreifen, wenn, ich glaube, ich kann gut loslassen und mich, ja, verlieren in einer Nacht. Es ist so eine Art von Selbstmedikation. Mhm. Und wie oft man das dann braucht und wie hart oder was, das muss dann jeder für sich entscheiden. Beantwortet das die Frage? Ich glaube schon. Ich will mal daran eine Anschlussfrage stellen. Du kennst sicher, genau wie ich, auch Beispiele von Menschen, die sich in der Nacht wirklich komplett verloren haben, die Nacht geschluckt hat. Hattest du jemals Angst, dass dir das auch passiert? Nee, also da, ich hatte nie, also es ist ja eine, es ist ja ein bisschen destruktiv auch, die Nächte so anzugehen. Ne? Also sagen wir mal so, gesünder wäre ein Apfel zu essen oder so. Aber erstens kann ich das ganz gut ab und zweitens habe ich da nie so Angst davor, dass ich gehe, aber es sind sehr viele Leute in meinem Umfeld schon gegangen und das ist irgendwie mehr oder weniger der Nacht zu schulden oder, oder dem. Schließt sich denn bei dir was nach, die Nacht so mit sich bringt. So. Ja, ja. Schließt sich denn bei dir nach 3 Nächten so eine Katerdepression an? Oh, 3 Nächte mache ich gar nicht mehr so. Schaffe ich gar nicht mehr. Nee, Quatsch. Also eine Nacht und man macht die Sachen professioneller und man versucht für alle Bands und für alle Künstler da zu sein und so Ausfälle, dass ich dann nicht komme oder so, die gibt's dann weniger. Mhm. Ach so, die Depression. Also dann würde ich wiederum den Apfel essen. Mhm. Das hilft dann schon. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen gegensteuern muss. Ne? Also man kann sich verschwenden, aber man muss auch man darf sich nicht verlieren halt. Ne? Und das ist das. Das habe ich zum Glück nie gemacht. Mhm. Von dir stammt ein sehr schöner Satz und der geht so. Sobald ich im Club bin, macht es für mich absolut keinen Sinn, nüchtern zu bleiben. Welche Rolle spielt denn der Rausch, spielt Alkohol und spielen auch Drogen in deinem Leben? Manchmal ist das der einzige Weg, wie man so in so eine Clubnacht geht. Stell dir vor, irgendwie, du willst einfach einen gemütlichen Abend haben und irgendwie so, weiß ich nicht, verstehen Sie Spaß, gucken oder wetten das? Läuft doch noch. Und dann rufen die an und sagen so, hey, du bist schon nicht zum Dinner gekommen und so, du musst gleich in den Club kommen und so. Und dann ist es manchmal sehr schwer, das so irgendwie umzusetzen und dann, ja. Das Ding ist, ich habe halt keinen Alkohol zu Hause, also generell keine Drogen. Das ist sehr weitsichtig. Ja, aber, ja, finde ich, also wenn meine Freunde zum Essen kommen, dann hole ich eine Flasche Wein oder so, aber ich habe jetzt keine Hausbar. Aber dann meistens holt mein Manager mich ab und hat dann schon einen kleinen Drink im Auto gehabt und dann kommt man so in die Nacht rein und manchmal ist das der einzige Weg und dann in so ein, von so einem ja, zu Hause Couch-Mood in so einen vollen Club reinzustolpern, wo auf einmal alle irgendwie an dir sind und alle an dir grabben und so, das muss man auch erstmal wollen. Und das war jetzt alles vor, you know. Mhm. Nun finden in deinem Club ja auch hin und wieder Konzerte statt. Und du sagst, die Künstler freuen sich eigentlich immer sehr auf die Konzerte und die Booking-Agenturen, die fluchen.
Warum fluchen die denn? Boah, ich erstmal Shoutout an all die Booking-Agenturen, mit denen ich arbeite. Ich bin ganz schlecht, in E-Mails zurückzuschreiben und so. Und also das klappt auch alles und die Shows sind auch immer großartig und das wissen halt die Künstler. Und deswegen wollen die bei uns spielen und die Booking-Agenturen, die haben vielleicht ein bisschen mehr extra Arbeit mit mir. So. Mhm. Du hast vor 2 Jahren kundgetan, dass du an einem Buch über den Tod arbeitest. Wie steht es aktuell darum? Erstens habe ich nicht mehr vor zu sterben. Und zweitens, es ist eigentlich, also in dem Buch geht es in erster Linie auch darum, dass es so ein bisschen, soll ein Ratgeber sein, weil das Thema ist jetzt, es ist ein schweres Thema. Ich müsste jetzt wirklich ausholen, um es in der ganzen, Tu es unbedingt, Kai. Okay. Es geht darum, guck mal, ich habe so viele Partys in meinem Leben organisiert. Was ist, wenn ich jetzt gleich nach diesem Interview sterbe, ne? Wer kümmert sich um meine Dein Nachlass? Hinterlassenschaften. Weißt du, also über meine körperlichen Hinterlassenschaften. So. Und Andy Warhol hat mal gesagt, er fände es schön, wenn Sterben so wäre, dass Leute einfach weggehen und einfach nicht mehr wieder da sind. So. Das ist einer meiner Lieblingssongs von David Bowie. Everyone Says Hi, wo der dann sagt, du bist auf das Schiff gegangen und als ob man auf eine Reise geht und nicht wieder geht. Letztendlich ist es ja auch so und man muss es ja auch so sehen. Und in dem Buch geht es darum, eine vernünftige, also eine vernünftige Beerdigung zu bekommen. Beerdigung ist auch so ein, halt eher so ein Fest, irgendwie so eine Feierlichkeit, die dem Charakter oder den Menschen irgendwie gerecht wird. Und ich glaube, oftmals übernimmt da schnell so die örtlichen Zuständigen, nämlich dann die katholische Kirche oder bei wem man ist und so. Wenn man Pech hat und es ist Ostern und so, dann machen die glatt eine Ostermesse draus, so, weißt du, und du bist so ganz im Hintergrund. Und deswegen finde ich das, macht mich das sehr nervös. Und deswegen habe ich diese Playlist und frage meine Freunde, welche Songs die denn gerne auf ihrer Beerdigung hätten. Und und am Ende ist das Buch wie so ein Freundschaftsbuch, da kann dann jeder selber noch reinschreiben und so. Hast du denn noch große Furcht vor dem Tod? Ich glaube, ich möchte wie jeder, ne? Einen einfachen Tod und einen schnellen und am liebsten in den Armen von jemandem, den man mag, oder im Bett mit jemandem, den man mag. Ich komme jetzt mal zu dem gemeinen Thema. Du bist mittlerweile in deinen 40ern angekommen. Ist Clubbetreiber denn ein Beruf, den man zeitlebens ausüben kann? Ja, also ich meine, die Frage ist, macht der da noch Spaß oder tut es dann weh oder zwickt es dann irgendwo? Und ehrlich gesagt, schau mich an, ich bin ganz gut beisammen. Ich mach das noch ein paar Jahre. Ich habe immer gesagt, ich will ein Vierteljahrhundert Club machen und das ist gar nicht mehr so lange. Vierteljahrhundert Club und ich habe mit 15 angefangen? Passt schon. Nun wurden wir ja in den letzten Monaten von einem bestimmten Virus geplagt, namens Corona. Wurdest du in dieser Zeit nicht deiner kompletten Identität beraubt? Was hat es mit dir gemacht? Hat mich das, es war so eine Zäsur für mich, also es hat mich eigentlich wieder viel menschlicher gemacht, so. Ich glaube, dass der ganze Clubbetrieb auch, man ist so viel unter Druck einfach und auch so sehr in der Zukunft, was so dann so Projekte angeht, das war sehr angenehm, mal über, ist das, darf man das überhaupt sagen? Klar. Darf man das? Also mir hat es geholfen, auf jeden Fall. Das ist spannend. Menschlicher zu sein und auch, auch zu sehen, wo ich bin, wo sind die anderen, was bedeutet der Club für mich, möchte ich das noch machen? Kann ich das noch machen?
Am I hot enough? Aber hat dir die Nacht gefehlt? Ach so, das war die Frage? Nee, nee. Das okay, ist eine Anschlussfrage. Okay. Also ich hatte, ich, also was mir fehlt, ist diese Energie in den Club zu kommen, was ich gerade beschrieben habe. Ich mache die Tür auf und auf einmal stehen da 400 Leute und sind am Pump, also die Energie pumpt so und die Intensität von Nächten hat mir gefehlt. Nicht das Drumherum, sondern das ist das, was das Drumherum kannst du auch irgendwie, kannst ja auch mit Freunden haben. Und was mir gefehlt hat, ist so eine Dichtheit. Also. Nun möchte ich mal anreißen, dass du ganz bald deutschsprachige Trap-Musik herausbringen wirst. War denn die Corona-Krise ein Grund dafür, dass du dir Zeit dafür genommen hast? Oder wäre sie auch entstanden? Wenn wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass das Album jetzt fertig ist und dass es dass ich da so viel Wert drauf gelegt habe, liegt mit Sicherheit auch an den Jungs, an meinen Produzenten und so, und dass es ein sehr natürlicher Prozess war, mit denen ins Studio zu gehen, und wir sind ins Studio gegangen und pro Tag hatten wir eine Demo, und dann ist das, macht das einfach Spaß, du bist mit deinen Freunden und du machst all die Sachen, die du sonst mit deinen Freunden machst, aber hast dann noch ein Demo als Souvenir, und auf einmal sind es dann viele Demos und dann wird es ein Album. Was reizt dich denn so sehr am Genre Trap? Ist gar nicht Trap. Also ein paar Songs ja, aber viele sind auch sehr poppig und ein, zwei Songs sind so ein bisschen mehr to the floor. Es geht, glaube ich, eher darum, dass ich wohl dann der erste offene deutsche schwule Rapper bin. Mhm. Du wusstest doch, dass ich schwul bin, oder? Ich wusste, dass du schwul bist, natürlich. Ja, wir hatten ja gerade kurz drüber geredet. Ja, manchmal ist es so. Manchmal vergesse ich selber. Kennst du das? Manchmal vergesse ich selber. Warum gucke ich so Frauen hinterher? Nein, ich liebe Frauen wirklich sehr. Aber eben nicht sexuell. Ich meine, guck mal, letztendlich oder so ist das alles eine Reise, und auch dann, auch auf dem Weg, who knows, so, weißt du? Also, ich finde das immer, ich glaube, das ist genau die Zeit gerade, dass es wichtig ist, dass Leute, und vielleicht drückt das die Musik aus für andere Leute, dass es, oder ich für andere Leute, dass ich dafür stehen kann, dass man sich nicht mehr so definieren muss, so. Auch Männer, die, die emotional sind, sind dann feminin, oder Männer, die feminin, also weißt du, was ich meine? Das sind so, eigentlich liebe ich die Zeit gerade sehr, weil ich merke so, dass auch bei den Kids, dass da vieles so fließt. Weiche Zäune, wie Justus Könke sagen würde. Nun wohnst du ja in Mülheim, dein Club befindet sich in Essen. Was macht für dich denn so den Reiz des Ruhrpotts aus? Warum? Woher kommst du nochmal, wo du das R so schön rollst? Aus Südthüringen. Oh, da rollt man so schön? Ich schon. Nur du oder alle? Es gibt so drei Dörfer, in denen man das besonders tut. Wow, weil das ist, ich bin ja halb Italiener, das hast du noch nicht erwähnt, aber das ist das Einzige, wo man mich entlarvt, weil ich das R nicht richtig rollen kann. Deswegen, vielleicht kannst du mir das mal zeigen, wie man das macht. Ich habe nämlich gehört, nee, das ist eher so wie so eine... Machst du noch nicht richtig? Ich habe gehört, es gibt so eine Übung. Aber hörst du, dass ich das nicht rollen kann? Nee, nicht wirklich. Ja, deswegen, ja. Kommen wir zurück aufs Thema. Der Reiz des Ruhrpotts. Also was der Ruhrpott für mich bedeutet, ist eine gewisse Direktheit so und eine, ja, einfach, ich mag das so, wie die Menschen sind. Die sind halt ja, ein bisschen low-key, wie sagt man? Kann man das so sagen? So einfach so auf dem Boden geblieben. Ehrlich. Und, ja. Ehrlich und dann meistens so staubig, weil die unter Tage waren.
Du hattest ein kurzes Gastspiel in Berlin. 2016 hast du den Laden Musik und Frieden für kurze Zeit quasi gemanagt. Warum war es so ein kurzes Gastspiel? Was waren die Gründe dafür, dass du zurück bist? Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, weil ich nicht den Unterschied zwischen Brutto und Netto konnte. Tatsächlich? Ja. Okay, Kai, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das nette Gespräch im Bett. Ja, war mir eine Freude und lass noch mal ein bisschen hier bleiben. Und ich wünsche unseren Zuschauern eine gute Nacht. Gute Nacht.